Herzlich willkommen, liebe Einsatzhelden. Heute wollte ich euch meinen Funkrufempfänger mal zeigen. Von Swissphone, von der Serie RE 609, 619 und 629 sowie Hurricane Duo sind in derselben Version, wie es da dargestellt wird oder wie ich es euch da gerade zeige. Ich selber habe den RE 629, mit dem man auch ein paar Sprachfunktionen aufnehmen kann. Also bis zu 4 Alarmierungen kann man da aufnehmen. Der ist jetzt mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen und schaut auch fürchterlich aus. Hoppala, fällt einmal genau mal runter. Sieht erst da einen Sprung herinnen und Swissphone kann man nicht lesen und der Gummi ist auch schon total grauslich. Und das Wichtigste, meine Klappe ist kaputt, also die Gürtelhalterung. Deshalb lässt es sich nicht aufladen. Also wenn ich da loslasse, sieht man, er lädt ein bisschen nicht schon. Und ja, deshalb brauche ich den Gürtelclip, dass er da hinten wieder einrastet. Und deshalb war ich kurz auf Amazon unterwegs und habe mir ein paar schöne neue Dinge gekauft. Als erstes habe ich mir so ein neues Bundle rundherum gegönnt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. In Gelb. Ja, könnt sagen, was wollt. Einen neuen Gürtelclip. Haben wir auch gekauft. Und ein Rückenteil. Und einen Vorderteil. Hoppala, fällt einmal gleich rein. Und zwar Quattro. XLI steht da jetzt drauf, aber was da drauf steht, ist ja eigentlich egal. Hauptsache es schaut schön aus und vor allem neu. So, das heißt, ich werde jetzt zeigen, wie man das Gerät auseinander nimmt. Das ist ganz neu, noch mit Originalfolie. Und ja, das werden wir jetzt verbauen und hoffen, dass das schön ausschaut. So, und das ist der neue Hinterteil. Hinterteil, hihi, hat Hinterteil gesagt. Das sind die vier neuen Teile, die ich verbauen will. Vorher muss ich aber den aktuellen Pager zerlegen. Ist ganz einfach, man braucht eigentlich nur ein Werkzeug, einen Schlitzschraubenzieher, fahren wir da unten beim Gummi einmal hinein und löst dieses Nopperl aus dem Loch da, wie man es schön sieht. Und dann kann man es eigentlich ganz einfach abziehen vom Gerät, einmal im Kreis, bis man da unten bei den Kontakten ist. Dann haben wir den Gummi schon herunten. Falls man jetzt wirklich nur den Gummi tauschen will, kann man jetzt den neuen Gummi da herum einfach einsetzen, einmal im Kreis gehen und dann schaut das auch schon ganz nett aus. So, ich zeige euch das kurz, dann hat man da einen gelben Pager. Genau, das will ich aber nicht. Das heißt, das kommt auf den Müll. Tschüss. Das ist wieder zurückkommen. Was ich euch noch vorm Zerlegen sagen will, da diese zwei blauen Knöpfchen da bei mir sind die wichtigen Knöpfchen, weil die sind lose im Gehäuse, die sind natürlich zum Auf- und Abdrehen vom Gerät, wisst ihr eh. Und die sind ganz lose da bei der Hülle dabei, das heißt, auf die muss man unbedingt aufpassen, wenn die weg sind, dann sind sie weg, also das ist das oberste Gebot. Man sieht auf der Rückseite, ich habe schon ein paar Mal das Gerät geöffnet, oder zumindest versucht, ich weiß gar nicht, warum da jetzt ein Cut drinnen ist. Man nimmt sich einfach einen Schraubenzieher, man sollte sich dann halt schon so in die Hand legen, dass man die Kappe aufschieben kann. Also dann sollte man schon schauen, dass der Daumen dann in der richtigen Position ist. Dann mit dem Schlitzschraubenzieher da vorne einfadeln, vorsichtig mit ein bisschen einem Maß an Geschick. Und wenn man dann gleichzeitig den Daumen hinaufdrückt, haben wir es schon so lose wie ich. Dann ist der Teil da bereits heraus und dann kann man es einfach mit zwei beherzten Daumen nach vorne drücken und dann auch ausziehen. So, dann haben wir den Teil, den brauchen wir auch nicht mehr, der kommt auf den Müll. Dann haben wir da noch den Akku. Wie alle Teile gibt es noch in der Videobeschreibung, falls ihr euch dafür interessiert. Gibt es eine ganz nette Firma, wo man die bestellen kann. Akku heraus, da ist jetzt noch die Lasche für den vorderen Einschub da. So, jetzt sind wir noch nicht fertig. Jetzt kommt der wichtige Teil, wo man auf die zwei blauen Dinge drauf passen muss. Und zwar gibt es da noch einmal zwei Klammerl da auf der Seite vom Gerät, also wenn man jetzt von vorne drauf schaut, aus der rechten Seite, diese zwei Klammerl, die kann man dann behutsam eindrücken wieder. Ich halte das Gerät zwischen Zeigefinger oder Mittelfinger und Daumen und versuche es dann gleich ein bisschen auseinander zu drücken und werde dann da ganz leicht vom Schraubenzieher einfädeln. Man sieht schwupp, ich bin vorne schon ein Stück auseinander, dann die zweite Seite und man hat schon auseinander. So, jetzt kommt der wichtige Teil. Ihr seht, ich bin da schon und tschüss. Tschüss, kleine Schrauberl, zum Glück ist mir noch am Boden gefallen. Also dieser kleine Knopf da, ich zeige ihn euch da noch einmal. Das ist das wichtige Teil, auf das wir aufpassen müssen, ja.
kommt daher. Und dann kann man das auseinanderziehen, behutsam und vorsichtig. So, jetzt ist auf der anderen Seite auch rausgefallen, wie man gehört hat. Und dann haben wir das Gerät schon auseinander. Das ist jetzt der Rückenteil. Den brauchen wir natürlich auch nicht mehr. Schwupp, weg damit. Das ist die Platine, auf die müssen wir aufpassen. Die ist sehr hakelig. Und da unten sind die Ladekontakte. Das ist alles sehr fragil, sage ich mal. Da darf man jetzt nicht mit so viel Gewalt aufkommen. Ja. Man kann versuchen, ob das da locker drinnen ist. Bei mir ist das jetzt nicht so locker. Das heißt, ich nehme wieder meinen geliebten Schraubenzieher. Man sollte auch aufpassen, dass man da auf der Unterseite da keine Kontakte großartig berührt, weil man da das Gerät wirklich beschädigen kann und das dann irreparable Schäden nach sich zieht. Da auf der Seite beim Batteriefach ist wieder ein Schlitz. Da fädle ich ein und drücke es ein bisschen weg. So lang, bis sich der, ich nehme es jetzt wieder mit die zwei Finger, aber nicht am Gehäuse, sondern auf der Platine, auf der Oberseite und auf der Unterseite. Und werde das da jetzt versuchen, ein bisschen wegzudrücken mit Gefühl, das quasi herauszuholen. Jetzt ist mir schon entgegengerutscht ein Stück. Mal auf der anderen Seite noch einmal. So, das haben wir schon. Jetzt kann ich es da oben auf der Platine nehmen und unten oder ein bisschen seitlich und herausnehmen. Ja, das wehrt sich da ein bisschen. So, das ist das Herzstück von unserem Pager. Das ist der Zettel, der vorne hineinkommt, damit man sieht, welche Alarmierung gekommen ist. Den kann man auch umdrehen und dann irgendwas drauf notieren. Je nachdem, wie man es will. Schauen wir, ob das hier alles schön ist. Und gerade ist das Display da gerade ein bisschen herausgerutscht. Display stecke ich jetzt wieder hinein. Das ist der Display, der Lautsprecher, über den wir alles hören, die Antenne und ja, ein Haufen Elektronik. Man sieht, da ist ein anderer Vibrator drinnen. Vibrator, wahrscheinlich könnte ich den Vibrator, also das Vibrationsgerät jetzt einfach auslöten und den vorgefertigten da herinnen verwenden, weil der ist nur die Vibration ist das ist nur ein Gewicht, was auf einem Motor hängt. Deshalb werde ich das da jetzt einfach mechanisch entfernen. Und zwar werde ich das einfach herausnehmen, nachdem das da eh zum Glück nur geklebt ist und jetzt keinen sonderlichen Aufwand erfordert. Das war nur geklebt, wie man sieht, das ist das Exzenter, was sich dann dreht und die Vibrationen erzeugt. Den brauche ich aber bei meinem Gerät nicht, weil der da oben verbaut ist, wie man sieht. Deshalb habe ich den da jetzt einfach entfernt. Und so, wenn wir da kurz einmal reinigen. Ich nehme jetzt dieses Distanzstück, was da drinnen ist, wenn bei euch keines dabei ist, es ist jetzt nicht so notwendig. Ja, halt das ganze Ding nach unten. Die Vorderschale setzt dann verkehrt die Platine ein. Mit einem leichten Druck, hauptsächlich da beim Batteriefach, werde ich das jetzt in der richtigen Position versuchen wieder einzusetzen. So, schwupp, schwupp, schwupp und es ist schon drinnen. Wir sehen, vordere Teil der Display schon in der richtigen Position und da unten die Kontakte sind auch in der richtigen Position. Wie man sieht, seitlich alles schön drinnen. Genau. Man sollte dann halt aufpassen, dass man da bei den Lötkontakten nicht zu sehr ankommt, sondern das alles nur sehr vorsichtig berührt. Ja. Wenn wir das Gerät jetzt schon so offen haben, können wir auch versuchen, da die Spannfeder vom Akku ein bisschen vorzudrücken, dass der Akku besser drinnen bleibt. Ja, und schauen, dass die Feder da ordentlich ist, aber das schaut eh alles noch sehr gut aus da bei mir. So, dann, jetzt kommt der heikle Part, und zwar brauchen wir meine zwei Noppel wieder. Die zwei Noppel können da heroben hinein, dass sie da auf die Kontakte drauf drücken. Die sind jetzt aber nicht fest verbaut, sondern die legt man nur hinein, wie man es da sieht. Die werden wirklich nur gelegt und halten jetzt irgendwie, ja, man sieht, sie verschüssen sich permanent. Das ist der nostalgische Punkt, sage ich so gerne. Das heißt, wir geben da dieses Noppel da hinein. Also die dünne Seite gehört nach unten und die starke Seite nach oben. So, ich versuche die da jetzt einzusetzen. So, das erste ist einmal drinnen und bleibt drinnen. So, das zweite ist auch drinnen. Ja, wie die Hinterseite montiert gehört, ist glaube ich eh klar, da wo der große Schlitz ist, gehört der Akku hinein. Man darf den Tisch nicht einmal berühren, weil sonst das Noppel wieder rausfällt. So, jetzt werde ich da versuchen, das möglichst erschütterungsfrei einzusetzen. Ja,
Ich nehme mal nur das rechte Nopperl. Ich werde das jetzt vorsichtig zusammenklicken, bis nur mehr so eine große Öffnung da ist, dass nur mehr das Nopperl hineinpasst. Dann lege ich das da ein. So. Habe es jetzt auf der rechten Seite vom Pecho aus gesehen zugemacht, dass das in seiner Position ist. Und drehe jetzt den Pecho um. Setze ihn auf der anderen Seite ein. Das hätte ich. Busa. Ihr seht, das ist ein bisschen eine Spielerei. Nehme jetzt die zweite Seite und werde das jetzt vorsichtig, also vorsichtig schon mit einigem Aufwand an Druck da verbinden. Klack, so, mit einigem Kraftaufwand dann doch zusammengedrückt, dann rutscht das auch zusammen. Man muss dann auch gleich die Funktionsprobe machen, ob die Knöpfe eh gut funktionieren. Man spürt dann gerne Widerstand und ein ganz leises Klicken. So, dürfen wir nicht vergessen, unsere Handzeichen, Dingsbums, Einschiebe, Klumpert. Wir sind jetzt wieder beim Akkufach. Da ist ein kleiner Schlitz beim Akkufach. Da kann man das einfädeln und mit ein bisschen einem Fingerspitzengefühl. Also, Sie wissen schon, warum Sie es so gemacht haben, Swissphone, dass man da ja nichts alleine machen kann. So, jetzt habe ich ihn drinnen, glaube ich. Ja, drinnen gesagt. Und jetzt werde ich das auf der anderen Seite beobachten, ob das da auch in die Position hineingeht, Schatz. Dann schiebe ich das da so nach und nach schön hinein, dass das auch in der richtigen Position bleibt. Jetzt schaue ich da noch einmal, warum sich das da so wehrt. So, schwuppt, jetzt ist in der richtigen Position drinnen. Jetzt fehlt uns auf der Rückseite noch der Akku. Die flache Seite gehört auf die Seite, wo die Feder ist. Das heißt, wir können das schon einsetzen. So, jetzt kommt noch die neue Spange rundherum. Man fängt auf der Seite an, wo die Löcher sind für die Ladebuchsen, also die Ladekontakte. Das wird dann da eingesetzt und dann mit ein bisschen mit einer Seitwärtsbewegung da auf der einen Seite hineingedrückt und dann drückt man mit dem Finger oder später dann mit dem Schraubenzieher die Lippe da sozusagen unter den Vorsprung. Wenn das jetzt am Anfang noch nicht so perfekt drinnen ist, das macht gar nichts, weil wenn dann das Akkufach drauf ist, dann haltet das Ganze ein bisschen besser. Ihr seht, ich spüre mich da jetzt, weil das nicht so ganz will, wie ich mir das vorstelle. Man muss natürlich auch schauen, dass die Kontakte alle schön sichtbar sind, dass das Ladegerät nachher auch lädt. So, da ist ein Loch, das muss natürlich ins Loch, das sind so Ausnehmungen vom Gummi. Die müssen in die Ausnehmungen hinein. Ist auch wieder ein bisschen eine Spielerei, bis die an der richtigen Position sind. Aber da reicht es meistens, wenn man ein bisschen herumwackelt. Dann rutschen die schon hinein, wo es rein können. So, oder? Jetzt fahren wir da herum noch einmal im Kreis. Schwupps die. Schwupps. Und wer dann da herunter? Da ist jetzt der zweite Knopf und der kommt jetzt in das Loch hinein und verschließt dann die ganze Geschichte. So, jetzt kommt die zweite Seite dazu. Jetzt wäre Cue the Epic Music. Ich werde mir jetzt noch schnell einen kleineren Schraubenzieher nehmen. So, habe ich mir da jetzt einen Elektriker-Schraubenzieher geholt. Ich glaube, der hat die richtige Dimension, um da hineinzukommen. Und jetzt werden wir da einfach den Gummi da seitlich ein bisschen nehmen, da in die Führung hinein stecken, dass das wieder schön ausschaut. Was gleich schaut, weil so ein P-Jump muss natürlich hübsch sein, ich verstehe das eh. Bin da ganz auf eurer Seite. Rutschen. Und dann fahren wir da wieder entlang. Bis wir wieder auf der Unterseite sind. Und dann verschwindet das schon. Vielleicht ganz so. So, da. Man sieht, das schaut jetzt alles schon sehr hübsch aus. Ich habe einen Hund, deshalb sieht man da sofort jedes bisschen, was man da hat, sind wir da einmal im Kreis gefahren. Jetzt kommt noch der neue Batteriedeckel. Da muss man ein bisschen den hinteren Teil wegdrücken. Also zuerst ansetzen, dann wegdrücken. So, ich versuche es so zu machen, dass ich auch was sitze. So, ein bisschen wegdrücken, dann in die Führungen hinein. Wenn es dann da anliegt, kann man es eigentlich schon schieben. Und dann geht es nach hinten. Jetzt schauen wir noch, ob der Gummi da ordentlich drinnen ist. Dann weiter drücken, bis glatt macht. Dann schaut man da noch eine Runde, ob das da alles schön schlüssig zusammen ist.
Kann man schauen, ob noch ein Strom drinnen ist im Gerät? Nein, natürlich nicht. Vorteil ist, ich habe jetzt meine Ladestation wieder. Mit dem hinteren Teil kann man es jetzt wieder einklicken, hoffentlich. So, klack, klack. Und das Gerät lädt wieder und ist niegelnagelneu. Schauen, ob es sich schon auftreten lässt oder ob der Akku jetzt schon tief entladen ist. Natürlich nicht. Das heißt, ich lasse jetzt ein bisschen laden und dann melde ich mich wieder, wenn er sich meldet. So, der Pager funktioniert jetzt wieder. Man sieht es, die Tasten funktionieren einwandfrei. Beide funktionieren super. Da hätte noch durchdrücken und die Lautstärke wieder rauf drin. Genau. Also, wie gesagt, ein ganz neues Gerät ist jetzt eingeschaltet und funktioniert. Mit einem neuen Clip, einem neuen gelben Bändchen und schaut sehr schön aus. Ist jetzt natürlich leer, weil ich es gerade erst aufgeladen habe. Das sieht man, wenn es da blinkt oder wenn er so zum Pfeifen anfängt. Ja, wie gesagt, alle Links, wo man sich die ganzen Sachen kaufen kann, findet ihr in der Videobeschreibung weiter unten. Sonst würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Lasst mich es in den Kommentaren wissen und zeige euch noch ein paar andere Tipps und Tricks von den Pagern, die es da gibt momentan. Alter Pager versus neuer Pager. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag wünsche ich euch. Vergesst nicht, auf Facebook vorbeizuschauen, da habe ich auch schon einiges online. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Baba.